Hallo, hier ist die Anja von stempelitis.de. Heute zeige ich dir, wie du diese schöne kleine Verpackung machen kannst. Die Schachtel hat eine Grundfläche von 4x4 cm und ist insgesamt 6 cm hoch. Verpackt habe ich in dieser Schachtel eine Kleinigkeit für einen Verwöhn-Dich-Tag, was auch hier vorne drauf steht. Und damit man nicht gleich sieht, was es ist, habe ich hier noch etwas Papierwolle drüber gelegt. Und wenn man die dann rausnimmt, kommt einmal hier ein kleines Cremedöschen für den Verwöhntag. Und innen in der Schachtel am Boden steht jetzt noch: Mit dir sind kleine Dinge das Größte. Ja, und wenn du jetzt Lust bekommen hast, diese kleine Geschenkverpackung nachzubasteln, dann zeige ich dir, wie das geht. Und ganz am Ende vom Video bekommst du wieder meine Zutatenliste, wo alles draufsteht, was du dazu brauchst. Als erstes habe ich hier ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß extra stark. Der ist 18 x 11 cm groß und den falzen wir. Wir fangen bei der langen Seite an und legen die ein bei 3,5 cm. Schieben dann weiter zu 7 cm. Dann geht es weiter bei 11 cm und noch einmal bei 14,5 cm. Dann drehen wir das Ganze auf die kurze Seite und da falzen wir bei 3,5 cm und noch einmal bei 7,5 cm. So sieht unser Farbkarton dann aus. Da muss ich jetzt noch ein bisschen was wegschneiden und anschließend zeige ich dir, wie dann dein fertiger Zuschnitt aussehen soll. Du hast gesehen, ich habe hier alle vier Ecken rausgeschnitten und dabei noch vier Klebelaschen übrig gelassen. Und einen von diesen Resten heben wir auf, daraus können wir dann noch unser Schildchen vorne dran machen. Im nächsten Schritt brauche ich den Eckenabrunder, um hier diese Laschen noch ein bisschen schöner zu machen. Also hier an den langen Enden setze ich den jeweils ein. Und damit sich unser Deckel hier oben auch noch mal schön umbiegt, lege ich das Ganze noch mal in den Papierschneider ein. Ich lege das hier mit dieser Kante an den Papierschneider an und gehe dann auf 1,5 cm und ziehe mir da noch mal eine zusätzliche Falzlinie. Das Ganze dann auch auf der anderen Seite. Wieder bei 1,5 cm. Bevor wir jetzt die Schachtel zusammenbauen, müssen wir sie noch bestempeln. Und zwar von allen vier Seiten mit diesem schönen Herzchenstempel aus dem Set Definition von Glück. Den habe ich hier schon mal bereit und gemacht habe ich das in der Farbe Flamingo Rot. Ich setze den Stempel etwas höher als diese Falzlinie hier, das in der Mitte, das wird unser Boden werden und da gehe ich einfach ein bisschen drüber. Ich komme dabei dann auch auf diese Falzlinie drauf, das lässt sich nicht vermeiden, denn stempeln, bevor ich es gefalzt habe, ist schwierig, weil ich dann nicht genau weiß, wo ich hinstempeln soll. Wenn du aber hier gut drauf drückst beim Abstempeln, dann sieht man gar nicht so sehr, dass da eine Falznaht war. Jetzt machen wir noch die beiden Löcher hier oben, wo dann das Geschenkband durchkommt. Und dafür habe ich hier meine Lochzange bereitgelegt. Die beiden Enden kommen genau übereinander, damit dann auch die Löcher genau übereinander sind. Und dann stanze ich hier zwei Löcher nebeneinander ein und versuche die ja ungefähr in der gleichen Höhe zu setzen. Und mit dem gleichen Abstand
nach rechts bzw. links. Weil wir jetzt auch noch gut drankommen, machen wir direkt auch noch den Boden innen. Da hatte ich ja etwas gestempelt. Und das ist hier dieser Spruch: Mit dir sind kleine Dinge das Größte. Das stempel ich in der Farbe Blutrot. Hier auf dieses kleine Stück Flüsterweiß. Und dann klebe ich das auf ein etwas größeres Stück Farbkarton in Glutrot auf. Und dann kommt das Ganze in die Schachtel. Jetzt sind wir soweit, dass wir die Box zusammenbauen können. Und dazu muss auf alle vier Klebelaschen nacheinander Kleber drauf und das Ganze so zusammengeklebt werden. Vorm Zubinden solltest du die Schachtel jetzt erst befüllen und da kann natürlich auch statt einem Cremedöschen ein bisschen Schokolade rein. Und diese Papierwolle hier, die gab es mal in einem Stampin' Up! Katalog. Ich glaube, das war der Frühjahrskatalog 2018. Da habe ich immer noch ein bisschen was übrig. Zur Not kann man die sich auch selbst machen. Oder du kannst natürlich auch weglassen, aber ich finde, das ist ganz witzig, wenn man nicht sofort sieht, was da Schönes verpackt ist. Also mach deine Schokolade oder was auch immer hier rein und dann wird zugebunden mit einem dünnen Stück Schleifenband. Ich habe hier 25 cm mir abgeschnitten, damit ich genügend Luft habe, um meine Schleife zu binden. Und das muss dann jetzt hier durch diese Löcher durchgefädelt werden. Das dauert immer ein bisschen. Und dann kann man sich ans Schleifebinden machen. Ja, und wenn die Schleife dann sitzt, dann kannst du die noch ein bisschen einkürzen oder ich lasse das jetzt auch hier einfach mal in der Länge, wie es ist. Ich muss ja noch mal aufmachen und was reinfüllen, dann bin ich froh, wenn hier noch ein bisschen mehr Geschenkband übrig ist. Was wir noch machen müssen, ist jetzt dieser Spruch hier vorne und den habe ich aus dem Stempelset Geburtstagsmix. Ich brauche ein ganz kleines Stückchen Restpapier, wo ich das dann draufstempeln kann und mir dann rechteckig zuschneide und auch da ist wieder etwas größer hinterlegt in der Farbe Blutrot. Hier habe ich das also fertig zugeschnitten, so klein wie es nur eben geht. Und jetzt kommt das hier drauf. Und ich habe das kleine Schildchen noch dekoriert mit einem kleinen Epoxidherzchen. Das habe ich hier oben in eine Ecke reingesetzt. Dann das Schildchen aufgeklebt. Und unten in die Ecke habe ich auch noch mal ein Herzchen gesetzt. Fertig ist die wunderbare Schachtel, von der ich dir jetzt noch ein paar Bilder zeige. Und nicht vergessen, ganz am Ende gibt es dann die Zutatenliste, die du mit vielen anderen auch auf meinem Blog stempelitis.de findest. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal.